I'm on the way. I'm on the way. Ja. Ich tu nicht begrüßen immer. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Plenitzeit 2. Das kann ja jeder. I'm on the way to destroy. Almost heaven. This is expensive. Expensive, genau. Expensive. Expensive. Ja, auf jeden Fall erobern wir jetzt wieder so was, ne? Es geht ja hier immer um nur ums Erobern. Ja, Lightning wieder mal, ne? Typisch bei mir, von mir, Kacken. Verbündeter, alles klar. Sigi. Dutch, kommst du mal bitte? Ha. Ja, Dutch hat sich entschieden, zu Fuß zu gehen. Aus Protest, natürlich. Warum denn sonst? Der Camper natürlich hier. Ja. Okay. Ja, sorry Leute, dass ihr das jetzt irgendwie so ein komisches Geräusch gehört habt. Ich habe jetzt nämlich nur ein Problem gefunden, warum das Aua? Aua? Warum mein Lol. Warum mein Headset so ein bisschen gesponnen hat, was der Sound geht, also so hin und her. Ich muss einfach nur das Headset, also das Mikrofon immer hoch und runter klappen, dann verändert sich das irgendwie wieder. Ich glaube, das ist sozusagen so eine Art Einstellung. Genau. Ist ein bisschen tricky, aber macht nichts. Ah, da bist du ja, Dutch. Willkommen im Kriegsgebiet, Sergeant. Ich repariere den Panzer. Was zum Henker? Er schießt da! Aaron Mason, beschützen Sie mich! 3, 2, 1 und erobert! Jawohl! Wir haben die Einrichtung What the fuck, Dutch? What the fuck? Dutch, soll ich einen Sunny holen? Dutch? Dutch, rede mit mir! Lass einfach! Okay. Inkompetente Teammitglieder. Sanitäter! Inkompetente Teammitglieder, mal wieder. Okay. Machst du nix? Ja, ist wirklich so. Ja, gut, andererseits, die Infanteristen müssen natürlich auch aufpassen, wo die Panzer sind. Ich meine, die Panzer haben ja nicht so einen guten Durchblick, vor allem, weil sie nur ihr Rohr sehen, sozusagen. Ah, Doppelwitz. Glaubst du, wir brauchen Thunderer dort vorne? Wäre nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall sehr sexy. Ja, nur ist blöd, dass ich. Doch, ich kann Fahrzeuge anfordern dort vorne. Kann eigentlich fast bei jedem Außenposten Fahrzeuge anfordern. Wenn nicht sogar bei jedem. Ich habe Alter, ficken! Oh Mann, wie scheiße kann ich denn bitte schon ziehen, Alter? Kleine Hure, wäre hier nicht der Berg, dann wärst du schon längst erledigt. Oh, fick dich. Son of any bitches. Dutch. Ich bin ziemlich gefickt gerade. Weil? Boah, ich so ein Wichser. Da hat er sich eiskalt gerecht, Alter. Oh, scheiße. Okay, ja gut, macht nix. Oh Gott. Wo bist denn du? Ach, du bist hier hinten oben. Okay. Hinten oben. Ja. So luftet. Na, dann gucken wir mal, ob ich jetzt auch einen Lightning spawnen kann. Wenn nicht, dann Sandra. Kannst du denn einen Sandra spawnen oder hast du ich schon? Ich kann gar nichts spawnen lassen. Ich habe irgendwie viel zu wenig Fahrzeugpunkte für alles. Ja, die kommen ich aber. Ich kann mir einen Flash spawnen lassen. Mhm. Das ist ja die OP-Einheit. Ja, sowieso. Lightning kann ich erst in 6 Minuten. Sandra kostet 400 Punkte. Leck mich doch. Boah, Junge, gekillt. Bam. Ja, für Sandra kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, da müssen wir halt immer unsere Leute unterstützen. Da hat er mich gekillt. So. Ja, ich fahre mit dem Mac Rider, ne? Ich bin halt so ein bisschen luxuriös. Du wurdest schon wieder umgefahren oder was wurdest du? Nö, diesmal hat mich jemand erschossen. Bleib doch stehen. Aber ich habe auch jemanden erschossen. Ja, der Fahrer dieses Panzers ist äußerst seriös.
professionell noch dazu natürlich. SKI kritisch. Kill. Ach verdammt, durch diese ganzen Rauchwolken sieht man einfach Scheißdreck. Was hast denn du? MacRider, oder? MacRider Begleitungsverhalt. Lass mich diesen Schaden reparieren, du Hure. Ficken, 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 Hilfe! MacRider, fahr doch nicht weg! Okay, er ist kaputt, alles klar. Könnt ihr jetzt einen Lightning-Spawn nutzen? Ich bin am Arsch, ich bin gefickt, ich bin gefickt. Aber ich glaube, ich warte hier auf einen Thunderer, weil dann kriege ich hier Turbspawn-Punkte und so, ne? Ja. Okay, davon ist anscheinend keiner mehr. Wurde der schon ausgeräuchert, der Bastard, oder? Infanterie. Infanterie. Okay, wir haben die Bergleute hier jetzt mal ausgeräuchert. Ja, da ist keiner mehr, alles klar. Das waren nicht die Homos, die unseren MacRider ganz schön zugesetzt haben. Infanterie. Infanterie. Okay, ich warte doch nicht auf einen MacRider, auf einen Thunderer, weil ich jetzt vorgehe und versuche ein bisschen was zu töten, weil das dauert mir gerade zu lange. Retten. Ohne. Ja, die verzweifelt versucht haben, irgendwie mit Raketenwerfern was zu reißen. Das ist schon traurig. Was zum Fick? Was war das denn jetzt? Brandgranate? Ich hab's nicht gesehen, ich musste meine Augen operieren. Boah! Deutsch? Ich wurde schon wieder umgefahren. Deutsch? Ja. Ich bitte dir eine Mitfahrgelegenheit in deinem MacRider an. Aber ich will mir einen Sandy spawnen lassen. Oder soll ich einen Thunderer spawnen lassen? Oder nein, ich will einen Thunderer spawnen lassen. Ja, und? Du kannst ja trotzdem MacRider mitfahren. Hä? Ich spawn mir einen Thunderer und fahr dann bei dir im MacRider mit. Ja, du hast sowieso noch nicht die Punkte dazu. Da kannst du jetzt währenddessen mit mir mitfahren, oder? Nö, ja, warte mal ganz kurz. Touch. Ich habe nämlich ziemlich genau... Also 400 brauche ich, ne? Ja. Ich habe... 396. Okay, ich fahr mit. Mit Sicherheit. One Night Stand. Lol, über mir ist. Ah, du fährst mit, aber ich bin schon mitten im Kriegsgebiet. Ja, das habe ich schon gemerkt. Dem wäre das da. Ah, da sitzt er. Okay, Deutsch, ich komme dich abholen. Deutsch, komm. Komm mir mal ein bisschen entgegen. Steig ein. User in your channel timed out. Boah, Alter. Ernsthaft. Deutsch. Ein wunderschönes Gefühl. Einfach nur herrlich. Ja, wie er es versucht hat. Wie er es einfach versucht hat, wie er so gierig war. Dachte, er könnte was erreichen, indem er einfach in das andere Ende weggeht. Eine Bitch. Mal kurz um. Ja, sieht so aus, als ob es Deutsch verlassen hätte. Macht aber nichts.
Das macht nichts. Was zum Fichs? Hier soll mal jemand rausgehen. Das wäre doch ziemlich sexy. Oh yeah. We got it. We got it tonight. We take it. We got it. We got it. We take it. We got it. We take it. We got it. Generator stabilisiert. Ja, hier sollten jemand endlich mal was reißen da oben im Biolab. Okay, wenn ich jetzt mit dem Macrider drauf gehe, dann kann ich für nichts mehr garantieren, ja. Zwei Kills und ein Tod. Was ist los, so Luft ist hier. Oh ja, in den Arsch! Drauf steht der Bubi doch, oder? Komm, darauf stehst du, du Arsch. Ja, fahr nur, fahr nur. Yes! Oh, das war wirklich sauknapp, Alter. Oh, um einen hätte ich sowas von abgenippelt. Jawohl, ein Lightning Kill, Junge. Ach, wie befriedigend das ist. Alter. Vor allem drei Schüsse in den Popo, das ist ja richtig kritisch und so, deswegen hatte der keine Chance mehr. Okay, das ist ein Feind. So, wollen wir mal nach unten, nach oben scouten? Nix da, muss, okay. Ah, patrouillieren wir ein bisschen hier um die Gegend. Der Iron Mason hat tatsächlich die Verbindung verloren. Sieht man jetzt unten links bei dem Squad-Ding jetzt da anzeigen. Ding jetzt da hat er so Stecker ausgesteckt. Oh, hallo. Oh, sorry. Hätte ich beinahe erwischt, sorry. Gut gemacht. Hätte ich vielleicht diesen Lightning selbst aus dem Weg räumen sollen, wie ich dann um den Infanteristen kam. Oh Gott, nein. Scheiß Moskito, fick dich einfach nur. Weil spaßig wurde diese Flugabwehrdinger da. Oh, damit können wir so schön viel wegsnacken. Wir patrouillieren ein bisschen. Ich bin doch nicht dumm. Ich patrouilliere doch nur dumm. Ich bin doch nicht dumm. Patrouilliere doch nur dumm. Badau. Auf den Berg rauf, um dort eine bessere Sicht zu haben auf den Gegner, die da oben rumcampen. Und zu warten, dass wir alle drauf gehen. Und zu warten, dass wir alle drauf gehen. Und zu erwarten, dass wir einen harten und dafür drauf gehen. So. Nuffy. Aber hier links. Bin ich gerade blind? Hä? Hab ich da nicht gerade ein Flugzeug gesehen? User entered your channel. Alex. Dutch, wieso tust du das? Ach, da oben ist der Mongo. Ja, ich habe gerade ein Lightning weggesnackt und nach mir noch einen Kill kassiert. In? Drei hinteren Schüsse verpasst habe und das ist ziemlich kritisch, habe ich gehört. Ja, hintern ist sehr kritisch. Ja, wirklich. Bei Panzern ist das kritisch. Also ich meine, ich dachte, dass Infanteristen im Po geschossen. Nein. Lightning im Po geschossen sozusagen, das ist ja, da haben sie am wenigsten Panzerung, verstehst du? Das ist wie ein Battlefront bei den Panzern von Imperium. Die haben hinten, wo man quasi einsteigt, am wenigsten Panzer. Vom Empire. Empire, ein bisschen schießen. Na, oh, meh. Das Video müsst ihr euch unbedingt angucken, Leute. Dauert 5-6 Sekunden irgendwie so. Empire, Storm, bisschen schießen. Ich wollte das nie hochladen. Und jetzt hattest du einen Stift im Mund, das klang ja so wie ein arbeitsloser Penner, der Let's Plays macht. Ich wollte das ja auch nicht hochladen. Ja. Es war so schnell hochgeladen, dass ich den Upload nicht abbrechen konnte. Ja. Heutzutage muss man jetzt auf veröffentlicht klicken, bevor man das fertig ist. Ja. Ja, heutzutage, damals nicht. Ja, die Ausreden. Man war damals, ja? Damals, bevor mein Battlefront in Let's Play angefangen hat. 1783. Okay, das war noch Zeiten. Das waren wirklich noch Zeiten damals im Unabhängigkeitskrieg.
Oh, da zieht er sich wieder zurück, die kleine Bitch. Wie der immer erst extra rausfährt, wenn er fertig ist oder so ein Scheiß. Nee, komm, das ist zu faggothaft, dieser Kampf, nee. Wo bist du denn? Immer noch beim Biolab da? Ja, beim Biolab. Du könntest ruhig also mit den Infanteristen ein bisschen stürmen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ich mach Sunny. Also Sandy. Stell mich unter so eine Box, unter so eine Brücke, wo man halt hochgehen kann. Wechsel zur Max-Einheit, geh hoch und baller da alles nieder oben. Alter, wie der Faggot immer rausfährt, schießt, dann wieder rausfährt, schießt. So ein Mongo-Bobby, Alter. Ohne Spaß. Fuck, ich kann mir keinen Sunderer holen. Irgendwie kann ich nämlich bei dem, bei dem Broadcast-Hub nicht mehr spawnen. Empire. Egal, dann geh ich da. Willst du als Geschütz zum Faggot aushelfen? Nein. Okay. Ich mach eine Max-Einheit und geh da hoch und baller alles nieder. Aber ja, 750 Infanterie-Punkte. Infanterie. Wie geht die Muni aus? Okay, es sieht so aus, als ob der Mongo weg ist. Weißt du, was immer ganz lustig ist? Ach, wenn der ist hier hinten, der Arsch. Ja, hier hinten ist er natürlich und snackt die Leute weg, ne? Ja, ja. Fühlst dich wohl besonders cool, weil du hier so ungeschützte Lightnings wegsnackst, hä? Kleiner Penner. Hä? Du bist selbst ein Lightning, deine Artgenossen also töten, hä? Hä? Jetzt sagst du nichts mehr, du Bitch, weil du einem Mac Rider begegnet bist, hä? Du kleine Hure. Ja, wisst was schon wieder, gell, du kleine Bitch. So. Ha, da hat sie's. Kleine Hure. Mein Gott, fahren wir doch nicht immer hinten rein, ohne Spaß. So. Puh, ein Leiten gerettet, oder? Ne, oder doch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich für Gerechtigkeit gesorgt. Dieser scheiß Lightning, Alter, das ist das Feigeste überhaupt. Weißt du, der fährt da, weißt du, bei den Türen, wo man so hochspringen kann, rauf, sind so Lightnings geparkt, weil die Fahrer anscheinend ausgestiegen sind, um dort oben mitzukämpfen. Max-Einheit tot und ich bin tot. Aber okay. Ich habe eine Max-Einheit getötet. Gut, gut gemacht. Ja, und dafür die wehrlosen Lightnings einfach so wegsnicken, weißt du, die keinen Fahrer haben, um sich zu wehren. Ich hab 3 Kills geschafft, Junge. Ja, ich hab auch 3 Kills. Dein Tod. Weißt du, das ist einfach feige sowas. Und ich komme natürlich als Robin Hood und beschütze sie. Ehrenhaft. Die kleine Bitch. Den Kill habe ich zwar nicht bekommen, aber ich habe wenigstens den Lightning Kill bekommen. Weil der natürlich ausgestiegen ist, so faggothaft wie der war, ne? Oh ja. Ja, dann hat ihn ein anderer Mac Rider gesnackt. Jetzt hat er bestimmt eine Mac Rider Phobie. Jetzt hat er Angst vor Mac Rider. Und das nur wegen dir. Fühlst du dich schuldig, hä? Ja. Fühlst du dich schuldig? Ja. Vor allem, weil er seinen eigenen Artgenossen getötet hat. Er ist auch Lightning gewesen. Das war feige. Balls of Steel hat mit einer Flare V65 56 jemanden getötet. Und jetzt wurde Balls of Steel getötet. Ja, wo siehst du das denn? Oben rechts. Ach, ist der hier bei uns oder was? Ja, anscheinend. Läuft der hier beim Biolab rum oder was? Keine Ahnung, anscheinend. Bei der Kill Cam. Hey, wollen wir mal zum T-Speak bei Blackhand reingucken? Nee, lass mal. Kleine Mungo Bobby. Nee, lass mal lieber. Ja, Dutch, was ist denn mit Sandra jetzt? Was hast du für Probleme damit gehabt? Was hast du mit Problemen mit Sandra gehabt oder wie oder was oder wer? Ja, ich kann nicht mehr spawnen bei diesem Broad. Ah, jetzt kann ich wieder dort spawnen. Edge und die Technik. Haltung, Gedanke! Ja. Ja, ich und Lightning, wir patrouillieren jetzt mal hier rum. Hallo! Alter, wie der das provoziert, dieser kleine Homo. Wie er es provoziert, Alter, einfach. Kleiner Homo, Alter. Wie ich mit dem Feind hier so ein bisschen rumblödel, Alter. Ja, komm raus, komm raus. Ach, komm doch, Schatzi.
Das hatte ich auch noch nie, dass ich mit dem Feind so ein bisschen rumgespaßt habe. Das hatte ich in Battlefield mal. In 1942, da kam so, ich habe die Briten gespielt und da kam ein Deutscher und mit dem habe ich mich dann irgendwie angefreundet, bis mich ein Deutscher getötet hat und ihn dann ein Brite. Of course, a British Empire. Wollen wir mal, wenn mein Macro irgendwann mal sterben möchte, wollen wir dann mal nach oben fliegen mit einer Max-Einheit und mal ein bisschen aufmachen. Mache ich schon die ganze Zeit. Max-Einheit? Ja, mit Max-Einheit war ich auch schon oben, deswegen habe ich ja eine andere Max-Einheit getötet. Also, ja, hätte ich da keine Chance gehabt, Alter. Ja, es ist nur gezielt. Und wenn du da hochgehst, spawn beim Thunderer im Nordosten von der Anlage, das ist meiner. Achso, du hast ihn schon dahingestellt. Gut, ich werde ihn mal beschützen mit meiner Patrouille. Obwohl, ich stell mal den Mac Rider ab, oder? Ja, ich stell ihn mal ab, komm. Ich stell ihn bei deinem Spawn ab, okay? Mhm. Soll ich ihn vielleicht freigeben, damit vielleicht andere da rein? Ich wüsste, wie das geht irgendwie. Das geht ja irgendwie. Naja, egal. Gut gepackt, mein Lightning-Freund. Max-Einheit. Der Sieg ist noch lange nicht sicher, Mama. Mama, der Sieg ist noch lange nicht hier. Das ist aber traurig. Okay, das war jetzt Fail. Hoch 20.000 Milliarden. Ah was, wir haben die Einrichtung schon erobert. Mhm. Was? So schnell? Ich dachte, die würden erbitterten Widerstand leisten. Da kann ich mir meine Ex-Einer sonst wo entstecken. Die haben ja auch erbitterten Widerstand geleistet. Ich dachte, das würde länger dauern. Naja. Heißt, habe ich mir extra eine Ex-Einer gesnappt und dann doch nichts. Gut, dann fahre ich mit meinem Mac-Rider wieder weiter. Willst du einsteigen? Warte, ich fahre mit meinem Sandy dann auch weiter. Ja, kann man so voll krass. Digga. Muss mich dann beschützen, habe ich gehört. Digga. Ja, falls einer bei mir auch einsteigen möchte, dann könnte er das riechen. Aber das ist er wahrscheinlich nicht. Du, oder deswegen tut er das nicht. Da hat einer eine Galaxy. Hat einer ein Moskito geflogen. Eine Spacken ist hier irgendwo oben. Ich bin tot. Von wem denn? Nein, bin ich doch nicht. Ich dachte, ich sterbe, weil ich voll runtergefallen bin von da oben, Junge. Wie treffe ich denn den Typen nicht? So, I'm ready for takeoff. Warte, wir müssen hier gerade noch gegen ein Moskito fighten. Ja, aber natürlich die Verbündeten treffe ich, ne? Aber den Typ mir nicht. Oh, da ist noch einer. Willst du mich verarschen? Okay, der ist jetzt auch kaputt. Okay, ach, hier bist du, ne? Alles jo. Dann, ready for takeoff. Go, go, go. Den Lightnings nach. Bin hier der Truppentransporter. Mit wie vielen Truppen? Einer. Der eine bist du, oder? Das mich ja. Richtig hammerharter Truppentransport. Dass sich die Gegner nicht schon die Hosen machen, Alter. Wer so eine Übung macht. Die Anlage gehört uns? Noch nicht. Wir erobern sie gerade. Ich lass mich mal kurz gucken. Ich tu mal meinen Wegpunkt löschen. Wir sind schon im neuen, ja, wir kämpfen so halbe gegen das neue Konglomerat und gegen die Terraner irgendwie. So halbe. Ich habe meinen Sandy aufgestellt. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen, Benachrichtigung, Freundschaftseinladung. Der Tod. Hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt, ja, meinetwegen. Der Tod, was fick. Ja, Iron Mason, so loftet hier aber. Mac Fanny Ford ist drin. Kommst da nicht rein. Ich will ja gar nicht rein. Alex! Was ist denn? Ah nee, das war's nicht. Doch, das warst du. Doch. Du bist genau vor mich hingefahren. Warte mal, hast du ein Sunrug Dings? Ah ja, warte, ich tu dich heilen, keine Panik.
Das nicht aufstehen, nicht aufstehen. Sani ist unterwegs, Sani ist unterwegs. Sanitäter! 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 So, du bist geheilt. Keine Panik. Danke. Sorry, wenn du mir direkt reinläufst, du musst auch ein bisschen aufpassen. Ich war doch vor dir. Ich hab sogar eine Aufzeichnung dafür bekommen, und zwar Heilung läuft. Der hat mich gerade angeschossen. Der Typ im Geschütz von dir ist unhöflich. Hey, Bitch, nicht schießen. Ey, ich glaub, der will Schläge. Der schießt Verbündete an. Kleiner Hurensohn. Wahrscheinlich, dass ich weiterfahre. Schießt der die ganze Zeit jetzt? Alter, ich ist ja schlimmer als ich, ey. Ich guck mal kurz Einstellungen, Leute. Ach ja, wir müssen sowieso den Patch wieder beenden. Und ich gucke jetzt Einstellungen, wie man das einstellen kann, dass man da jemanden rauswirft. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss.